Seit dem letzten Herbst ist es klar, das Spital in Laufen wird geschlossen. Da regt sich aber Widerstand, und das in Form von der IG Pro Spital Laufen. Bei mir ist der Simon Felix. Simon, alles zurück wieder an Anfang. Wie gesagt, letzten Herbst ist das eigentlich beschlossen worden. Und jetzt regt sich doch nochmal heftig Widerstand. Ja, also beschlossen worden. Es ist eigentlich beschlossen worden durch ein paar Politiker, aber eigentlich ohne Rückhalt vom Volk. Und das ist eigentlich auch nicht in der Röd-Richtung beschlossen worden. Es war auf der Laufendalen-Tag, wo man das präsentiert hat, das Konzept, und quasi die Gemeinde überrumpelt hat. Und dann hat es geheißen, nein, wir werden an dem weiterarbeiten. Aber von einer Schließung und konkret, das ist eigentlich nie richtig beraten worden. Und von mir aus gesehen ist es auch nicht möglich, weil es ist ein Staatsvertrag. Also das heisst, da muss sich das Volk mal sagen, ob sie das will oder nicht. Ja. Gehen wir nachher auf den Staatsvertrag ein. Es ist mir aber jetzt einfach aufgefallen, der ganze Prozess ist ja am Laufen. Also mittlerweile ist schon klar, dass man Planung macht für ein Ambulatorium am Bahnhof unten. Sind wir jetzt hier nicht ein bisschen zu spät? Und vor allem im Hinblick auf das eine Referendum kann man scheinbar ja dann gar nicht machen. Also mit dieser Planung, das finde ich einfach arrogant. Also es war ja am Januar eine Informationsveranstaltung über das Gesundheitszentrum, und dann sind sie relativ recht kritische Fragen gestellt worden. Also die Leute wollen das gar nicht eigentlich. Also man plant jetzt eigentlich etwas, was die Bevölkerung gar nicht will. Und das ist wirklich, wirklich Arroganz. Man kann kein Referendum ergreifen. Gehen wir auf den Laufendal-Vertrag ein. Ihr habt den juristischen Kniff gefunden. Ist sogar noch, bietet sich eigentlich fast an. Genau, eben der Laufendal-Vertrag, also wo man ja hat, steht ja, Paragraph 45, das Spital ist dauernd gewährleistet, mit welchen Abteilungen alles. Und da wollen wir natürlich, dass das eingehalten wird. Das war wirklich massgebend gewesen, eigentlich bei der Abstimmung, bei der Laufendal-Abstimmung. Wenn das, glaube ich, nicht drin wäre, wäre es nie zu Basel-Land gekommen. Und das ist klar, die Leute fühlen sich jetzt nicht verschaukelt, weil das war wirklich ein wesentlicher Punkt gewesen dann. Was sind mögliche Schritte? Wie können wir denn jetzt weitergehen? Weil eben, es ist alles hängig, überall hat es Fristen. Wie ist jetzt hier der Marschplan? Eben, wir warten jetzt ab, das Dekret vom Regierungsrat, und dann werden wir vor Kantonsgericht dann klagen. Das können wir ja scheinbar. Und zwar sind wir auf der Meinung, dass der Regierungsrat das gar nicht machen darf, bevor nicht Entscheidung hat, ob man das überhaupt den Paragraph aufheben darf. Und weiter sonst gehen wir durch bis vor das Bundesgericht. Das ist einerseits das Staatspolitische, wo hier verstoßen wird. Und andererseits ist es natürlich ein gesundheitspolitischer Aspekt. Das heisst, der kantonale Regierungsrat von Basel-Land hat eigentlich das Spital über Jahre mit System ausbluten. Und da haben wir aber auch wirklich Zeugen, die das alles belegen können. Bei mir ist jetzt der Stadtpräsident Alexander Imhof. Alexander, wie ist denn das jetzt gedacht? Das Gesundheitszentrum, ist das jetzt von dir direkt eine Reaktion? Ich mag mich eigentlich besinnen, du warst auch ein vehementer Verfechter von diesem Standort Spital Laufen. Und jetzt bist du in der Offensive. Richtig, wir sind in die Offensive gegangen, und das bin nicht ich allein gewesen, sondern das war die Verhandlungsdelegation von Laufendaler Gemeindepräsidenten und Landräten. Wir haben gesehen, letztes Jahr nach der gescheiterten Fusion vom Kantonsspital Basel-Land mit dem Unispital Basel-Stadt ist das laufende Spital noch viel mehr unter Druck gekommen. Und es hat uns geschehen, dass das einfach darauf pochen, dass das so muss bleiben stehen, jetzt genau so wie es ist, das ist nicht die richtige Antwort. Beziehungsweise mit dem, die wir uns ins Offside begeben. Wir haben selber angeschaut, mal überlegt, was wäre eigentlich für Gesundheitsversorgung zu laufen und im Laufendal das Richtige. Wir haben es beraten, wir haben das durchgemacht und haben gesehen, dass so ein Gesundheitszentrum, ein Ambulanzgesundheitszentrum, wäre etwas, was sehr wichtig ist und wo uns in der Gesundheitsversorgung gute Schritte weiterbringen könnte. Jetzt ist gerade im Hintergrund von dir eine mögliche Option. Wie geht man denn jetzt hier vor? Ich meine, der Platz ist ja im Laufen selber auch beschränkt. Was passiert mit dem Spital nachher? Hat man nicht an dem gleichen Standort können Infrastruktur auch brauchen? Also wir haben ja jetzt super Betriebe gefunden mit der Medbase AG, wo wird das das Gesundheitszentrum betreiben, zusammen mit dem Kantonsspital Basel-Land. Sie werden anfangen, im alten Spitalgebäude an der Lochbruckstrasse, sicher für die nächsten 2-3 Jahre. Und sie werden sich jetzt aber dann auf die Suche begeben nach einem neuen Standort, weil alle
möglichen Betreiber, die wir mit ihnen gesprochen haben, alle Leute, Spezialisten aus dem Gesundheitswesen, sagen, Ambulanzzentrum für die Hausarztmedizin, wo man muss man können, muss man weltweit Leute, damit es attraktiv ist, etwas im Zentrum haben, weil man geht sich beraten, man geht sich in die Therapie, man geht sich gesund machen und will dann aber gerade noch einkaufen oder man kommt von der Arbeit und so weiter. Also da ist Meinungen sind weit herum gemacht eigentlich, dass es ideal wäre, in Bahnhofsnähe so etwas zu machen. Und wie Sie sagen, da wäre eine Möglichkeit, es hat Landflächen zur Verfügung, es muss aber nicht zwingend ein Neubau sein, es kann auch in einem bestehenden Gebäude, Büroflächen und so weiter betrieben werden. Hat es denn da jetzt nicht gerade noch mal ein bisschen mehr Gegenwehr gegeben, gerade in dieser Zeit jetzt von Corona? Haben natürlich alle gesagt, oh Gott sei Dank haben wir das Spital noch. Hat ja auch vom Kanton aus dann alles dementsprechend eingesetzt worden. Hat das jetzt gerade wieder ein bisschen Gegenschub gegeben oder die Diskussion noch mal angeregt? Die Diskussion ist schon noch mal angeregt worden. Ich spüre auch sehr viele Emotionen, die um sind. Verständlicherweise, das Spital ist ein Spital, wo man dran hängt, wo man schon lange hat, wo jetzt zur Diskussion steht. Und das Corona hat insofern dazu beitragen, dass man sich schon nochmal hat müssen überlegen, die Gedanken sind mir auch gekommen, oder was ist jetzt das? Aber wir haben erstens gesehen, die Kapazitäten, die da waren, zur Verfügung gestellt worden sind für die Intensivstationen in Bruderholz und so weiter, die haben längstens gelenkt. Das hat also einen Haufen Betten, die jetzt nie belegt worden sind. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich eine Krise, die vielleicht alle 50 Jahre einmal kommt. Hoffen wir auf jeden Fall, dass es in nächster Zeit nicht mehr kommt. Kapazitäten aufbauen, die dann einfach leer stehen, das macht man an sich nicht. Es gäbe auch die Möglichkeit, dass man dann halt, wenn wieder eine Krise kommt, so wie man das im Ausland gesehen hat, für Intensivstationen, Beatmungsgeräte und so weiter, nicht mehr eine Turnhalle aufmacht oder so etwas. Aber nicht ein ganzes Spital offen lassen und betreiben. Tipptopp. Dankeschön. Bei mir jetzt der Altlandroter Schorsch Thüring. Schorsch, ich mag mich erinnern, das war für dich seinerzeit schon immer eine Kontroverse gewesen. Stand ich zum Spital, stand ich nicht zum Spital? Heute mit einem gewissen Abstand, wie siehst du es? Wie ist die Problematik für dich jetzt ergreifbar? Ich glaube, ich habe das mit dem Herz eigentlich jetzt geschafft. Ich kann jetzt total ehrlich sein, ich muss nicht mehr politisch denken. Ich stehe zu unserem Spital, aber das bin ich auch immer, das habe ich auch gesagt. Aber es hat natürlich auch so geführt werden, dass auch irgendein Resultat finanziell rausgekommen ist. Und das ist dort, wo ich manchmal zweifelt habe, weil ich das Gefühl hatte, nein, so kann es jetzt sein, wenn es leer ist, halb leer und so. Aber es hat sich jetzt gezeigt, und das ist schön, dass ich da jetzt etwas dazu sagen darf, es hat sich doch gezeigt, wie Politik manchmal schnell Meinung ändert. Das letzte Jahr, als ich im Landrat war, bin ich auch in einer Kommission, wo hier im Laufental drei Landräte und drei Gemeindepräsidentinnen und Präsidenten waren, die über das Spital ein Projekt musste ausarbeiten mit Liestl zusammen, aber auch mit dem Kantonsspital Obrigkeit. Und dort hat sich mir gezeigt, dass hier der Wert hat zu kämpfen. Warum? Dort ist der Stadtpräsident verlaufen, voll hinter mir gestanden und hat auch gefunden, das Spital, jawohl, das müssen wir erhalten. Ich bin kaum recht weg, zwei Monate später schwärmen sie und vorne weg der Stadtpräsident, nein, jetzt gehen wir in den Bahnhof haben und tun dort eine Alternative, dass wir Laufentaler dürften zufrieden sein mit dem, wenn wir das hätten dort. Und das hier oben, und das sehen wir ja jetzt, wenn man umschaut, dem guten Standpunkt, in einem guten Ort für die Laufener, aber auch für uns mit genug Parkplätzen, mit allem, das soll sterben. Und das kann ich jetzt nicht begreifen. Das ist bei mir jetzt eine totale Frust, wie man plötzlich einfach Meinung ändern kann, eins aufs andere rausnehmen.